Hallo Leute, der Soreo hier. Willkommen zur nächsten Folge Star Wars Jedi Fallen Empire. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin immer noch auf Zephyr unterwegs. Und ehrlich gesagt, in der letzten Folge bin ich ungefähr von da, hier rüber, hier lang und bis hierhin gekommen. Bin bis dahin gekommen und das ungefähr 20 Mal. Ich bin 20 Mal gestorben, mindestens. Gefühlt, also das wäre echt unglaublich, ja. Und jetzt geht's weiter. Ich hoffe, die Folge gefällt dir. Ich hoffe, diesmal wird besser, weil das war echt. Also, ich bin schon an dieser Steuerung verzweifelt, letzte. Es ist vor allem völlig frustrierend, da oben im Kampf gegen eine Gruppe von 6 Gegnern. Und das Spiel macht echt, was es will. Also, wenn du jemanden umschubsen willst, dann wird der Gegner, der am weitesten weg ist, der fällt um. Und die direkt vor dir stehen, die fällen nicht um. Es ist total unlogisch. So, jetzt habe ich ein Problem. Ich muss hier weiter. Weiß gerade nicht so richtig, wie ich jetzt da rüberkomme. Irgendwas hier, sagt er mir. Da unten. Okay, dann müssen wir da runter. So. Und jetzt muss ich... da weiter. Genau. Also, wenn es dir gefällt, dann lass mir gerne ein... Da drüben ist wieder Wallrunning. Dann lass mir gerne einen Kommentar da und ein Like. Würde ich mich freuen. Schupp. Wo muss ich denn hin? Da muss ich hoch, oder? Ja. Okay. Ich dachte schon, ich komme da nicht hoch. Aber ich kann hier klettern. Auch gut. So. Hier kann ich auf jeden Fall speichern. Da weiß ich, da war noch irgendwas. Da pustet ein Luft nach oben. Okay. Erstmal. Hey, wo waren das gerade? Hier war das. Also ich muss meditieren und ich muss mich auch eigentlich ausruhen. Naja, wir meditieren einfach mal nur. Verlassen das erstmal. Hatte ich nicht einen Fähigkeitenpunkt bekommen? Ich dachte, ich hätte einen Fähigkeitenpunkt bekommen. Genau, da drüben waren wir. Hier gucken wir uns das jetzt gleich nochmal an. Gucken, wo wir rauskommen. Das ist aber ganz schön weit unten jetzt. Cal Kestis, wie berechenbar. Die schon wieder. Ach du liebes bisschen Güte. Ich kenne deinen Namen. Dein Leben. Und was viel wichtiger ist, ich weiß von Cordova. Sag mir... Wo hat er das Holocron versteckt? Großartig. Na super. Das läuft gar nicht. Du kannst nicht ewig davonlaufen. Wow. Du kannst nicht gewinnen. Akzeptier das endlich. Ich bin dir haushoch überlegen. Amateur. Wow. Okay, ich habe keine Stimpacks. Und dann steht sie da ohne Deckung und er macht gar nichts. Erbärmlich. Nicht schlecht. Na schön, dem Nächsten entgehst du nicht. Hallo? Ich drücke Sprungangriff und was passiert? Gar nichts? Ja, ich sterbe.
Ey, sorry, aber ich bin hier echt im falschen Film. Ja? Hab ich. Warte mal, ich guck mal kurz. Ja? Das geht ja wieder so los wie beim letzten Mal. Wo ist. Warte, ich weiß. Nee, ich höre Spawn da oben. Okay, das geht ja wieder so los wie beim letzten Mal. Ja? Aha, so, man kann doch hier irgendwie Einstellungen. Gameplay, Schwierigkeitsgrad ist Jedi-Ritter. So, es gibt Jedi-Meister, Jedi-Großmeister, Story-Modus. Jedi-Mitte ist damit sozusagen die, aus meiner Sicht, die normale Schwierigkeit. Ja, so, darunter muss ich. Wir gucken jetzt erstmal noch hier drüben, was hier ist. Bla, bla, bla. Komme ich hier irgendwo hin? Nö. Ja, dann springen wir halt mal runter. Macht auch nichts. Ist auch egal. Aber ganz ehrlich. Ich habe doch keinen Schaden bei der gemacht. Das ist doch echt völlig abstrus. So, naja, dann wissen wir ja, was auf uns wartet. Abmarsch nach unten. Du hast doch Kämpfe, die sind... Ja, so. Das war gar nichts. Ja, genau, die macht zum dritten Mal ihren super Angriff und drückt mich da gegen die Wand. Und ich habe nichts. Und ich schaffe es gerade mal, sie einmal zu treffen. Kein Wunder, dass dein Meister gestorben ist. Ja, ich weiß. Nein, ich weiß. Dein Untergang rückt näher. Da, la, la, töt mich. Ey. Ich hatte mehr erwartet. Also, was ist denn dann der höchste Schwierigkeitsgrad? Ja, wenn die ein... Also, die macht mich ja platt und ich sehe ja nicht mal irgendwo einen Hauch einer Chance. Ja. Und wenn ich sie mal treffe, dann mache ich quasi keinen Schaden. So gut wie keinen Schaden. Die da oben sind alle respawned. Geil. So, also nochmal. Ja, die schubst mich gegen die Wand. Meine Machtschübe fängt die völlig ab. Außerdem ist sowieso, also ganz ehrlich, dein Machtbalken ist so schnell leer, das ist unglaublich. Ey, ich habe die jetzt zweimal getroffen, oder? Also ich müsste sie zweimal getroffen haben. Bleib stehen. Oh, und dann geht er nicht ran. Dann greift er nicht an. Hat sich dir ihr Leben regeneriert? Bringen wir es zu Ende. Sei es... Immer scheiterst du. Moment. Ihr Balken baut sich wieder auf? Ja, alles klar. Das erklärt natürlich auch, warum ich keinen Schaden mache. Ich treffe die und kurz danach... Ey, sorry Leute, aber ich bin gerade echt sauer. Ich bin gerade stinkesauer. Also, dann merkt man vielleicht... Was ist denn das für eine Scheiße? Ja? Die blockt alles weg, die kann mich umschubsen mit der Macht und selber kann ich mit der Macht bei der gar nichts machen oder ganz selten mal. Ja? Ich treffe die, ich greife die an... Ich mache keinen Schaden, ich mache minimalsten Schaden und zwei Sekunden später ist die wieder vollständig geheilt? Was ist denn das für ein scheiß Spiel? Ey, sorry, aber ich bin gerade richtig sauer.
Ja, schon der Gegner davor, bei der letzten Folge. Zigmal gestorben, weil ich denke, ey, das kann nicht sein. Aber sowas, ja, was ist denn das bitte? Was ist denn das bitte? Ja? Soll ich wirklich auf Story-Modus spielen? Also Pille-Palle, ganz einfachster Schwierigkeitsgrad? Weil ich spiele ja jetzt nicht auf Schwer oder auf Hardcore. Und trotzdem sehe ich nicht mal einen Meter. Ich weiß, dass ich nicht der Beste in diesen Spielen bin, aber ich sehe nicht mal einen Meter. Ja? Und dann machst du Schaden bei der und schwupps, auf einmal ist die wieder geheilt. Ey, sorry, aber ich bin gerade so sauer, ja? Also, ich mache jetzt ja erstmal Schluss. Da muss ich mich erstmal abreagieren. Das ist gerade echt was, wo ich denke, das kann nicht sein. Also, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, das ist völlig unausgewogen und es macht vor allem überhaupt keinen Spaß. Ja, und ich bin ja jetzt kein, also ich habe ja jetzt nur eine echte Menge freigeschaltet, aber du machst einen Jedi-Angriff und also einmal wegstoßen, einen Sprungangriff und dein Machtbalken ist leer. Und der braucht eine halbe Stunde, bis er sich wieder aufgeladen hat. Und die macht Angriff nach Angriff nach Angriff nach Angriff nach Angriff? Kann auch nicht wahr sein. So, sorry Leute, aber ich muss mich jetzt mal aufreden. Ich mache jetzt hier auch Schluss. Wir sehen uns wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder oder ich habe keine Ahnung, aber ich verstehe das Spiel gerade nicht. Ja, also hier stimmt was mit dem Spiel nicht, aus meiner Sicht, weil das ist gerade Schwierigkeitsgrad, wo es einfach keinen Spaß macht. Ja, und vor allem, guckt euch mal die letzte Folge an, da bin ich gestorben, 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 gestorben und auf einmal, da hatte der noch über die Hälfte Leben, mache ich einen Schlag und der ist tot. Ja, also irgendwas stimmt hier vorne und hinten nicht. So. Mal gucken, beim nächsten Mal, ich weiß es noch nicht, wann das nächste Mal kommt oder vielleicht spiele ich auch erstmal was anderes, weil das macht gerade mir, also mir macht es gerade echt keinen Spaß, muss ich sagen. Ja, so, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ich rege mich jetzt mal wieder ab.